Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Talk mit mir. Neues Jahr, neue Ton- und Videoqualität, hoffentlich. Schauen wir mal, was es wird. Ich habe heute jetzt mal meine Digitalkamera angeschlossen und ein anderes Mikro. Also könnt ihr mir jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, ist voll übersteuert, ist voll scheiße. Oder vielleicht ist es auch ganz gut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schreibt es mir in die Kommentare. Euer Feedback ist natürlich total wichtig. Und deswegen möchte ich wissen, ob das besser ist oder wie in den vergangenen Videos. Als erstes hoffe ich erstmal, euch geht es gut. Mir geht es gut, ganz entspannt in meinem Storm-Hoodie. Wer da auch so einen geilen Hoodie haben will, übrigens in meinem Shop, wo es ja auch noch meinen aktuellen Kalender gibt, kann da auch gerne mal vorbeischauen. Bei minus 9 Grad hier bei uns im Moment im Norden kann man das Ganze schon mal gebrauchen. Und der Bauern- bzw. Landwirt-Proteste, die einen ja dann doch länger in der Kälte stehen lassen. Auch eine krasse Debatte, finde ich. Da würde mich natürlich auch mal eure Meinung zu interessieren. Ich hatte schon überlegt, weil ich ja nun auch vom Dörben komme, ob es eigentlich eine coole Idee war, mal rumzufragen, wie es eigentlich so richtig aussieht. Die Frage ist, ob natürlich die Leute darauf Bock haben. Wäre natürlich aber schon mal ganz cool. Aber eigentlich will ich mich aus der ganzen Politik heraushalten. Nur, was ich gar nicht so cool finde, ist, dass gesagt wurde, dass wir hier in Schleswig-Holstein ziemlich rechtseingestellt sind. Also, ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Wahrnehmung sprechen, in meiner Bubble, und die ist nun mal ziemlich groß und ziemlich ländlich und ziemlich, ich würde mal sagen, allmannmäßig, otto-normal, verbrauchermäßig, gibt es sowas nicht. Also, man darf nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Darauf wollen wir heute nicht hinaus. Falls du mich noch nicht kennst und Lust hast, hier an diesem Kanal mit teilzunehmen, darfst du natürlich dich jetzt herzlich eingeladen fühlen, hier diesen Knopf auf Abonnieren zu drücken und mich zu unterstützen, ein Teil der Geheimagenten-Community zu werden. Dann kannst du auch immer schön deinen Senf dazugeben, dir Themen wünschen oder aber auch ja vielleicht was einfach dazulernen. Ich rede hier meistens über Themen, über die sich keiner traut, so wirklich richtig zu sprechen. Das Ganze geht natürlich bis ins Unterhöschen. Und heute machen wir eine kleine X-Talk-Fragerunde. Ich habe euch gefragt, es sind sehr viele Fragen, und ich pick mir mal ein paar Peanuts daraus hinaus und wir schauen mal, welche ich so beantworte. Ich habe sie noch nicht gelesen, das mache ich jetzt hier mit euch on, nicht Stream, sondern Video. Wie sagt man denn richtig? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Auf jeden Fall sage ich immer nicht dem Propeller-like, also nicht einfach drauf los und rumpropellern, aber auch nicht Stecher-like, also auch nicht mit der Zunge einfach immer wieder rein und raus, ist auch alles nicht so fein. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie man das richtig macht, findest du auf jeden Fall hier auch. Es muss mit Gefühl sein. Ich persönlich finde es am schönsten, wenn die Zunge auf unserem kleinen Spielkameraden, dem Kitzler, liegen bleibt, mit Druck dagegen geht und dann so in kreisenden Bewegungen. Was ich auch schön finde, ist, wenn man genüsslich daran saugt und dann mit der Zunge dabei hineinstößt. Also es gibt verschiedene Techniken und man kann sich auf jeden Fall immer weiterentwickeln, was ich auch total schön finde. Nichts ist schlimmer, als immer wieder das Gleiche zu tun. Und der größte Tipp dabei ist natürlich, wenn ihr merkt, sie rutscht mit dem Becken immer weiter von eurem Mund weg, während ihr dabei seid. Macht bloß nicht weiter. Dann ist irgendwas nicht richtig, weil das bedeutet, mir gefällt es jetzt gar nicht. Wenn sie euch entgegenkommt und ihr merkt, ja, das gefällt ihr, macht weiter. Alles andere findet ihr dann in dem Video. Was findest du besser, beschnitten oder unbeschnitten? Ja, das ist eine riesengroße Debatte immer wieder. Also, ich finde beides gut. Wenn es so ist, ist es so. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, warum der Grund so gegeben ist. Entweder jetzt, weil man eine Phimose hatte, zum Beispiel als man noch Kind war und es da bemerkt wurde und da die Vorhaut schon entfernt wurde, oder im Erwachsenenalter oder natürlich aus religiösen Gründen. Wobei ich sagen muss, vieles ist in den Köpfen veraltet. Eine Vorhaut ist jedenfalls nichts Schmutziges und schützt eher noch die Eichel, was sehr wichtig ist auch. Und wenn ihr die Vorhaut retten könnt, solltet ihr es auf jeden Fall immer tun, liebe Männer. Die Vorhaut ist eigentlich was sehr Wichtiges und deswegen muss ich eigentlich sagen, aus gesundheitlicher Sicht und ethischer Sicht, also ich finde doch auch eine Vorhaut schon sehr wichtig.
ja, und vom Anblick ist es einfach vollständiger, wobei jetzt beschnitten auch okay ist. Also es ist beides in Ordnung. Wichtig ist, dass der Mann sich damit wohlfühlt. Wie stehst du zum Thema Jobs? Gefallen sie dir bzw. gibst du sie gern? Ja, das ist natürlich auch ein Thema, was nie fehlen darf in keinem X-Talk. Thema Füße, das Thema hatten wir schon sehr, sehr oft, egal ob es jetzt irgendwie so Tennissocken sind oder generell Füße, Nylons. Füße dürfen nie fehlen in irgendeinem X-Talk. Ich finde es spannend. Ich habe auch schon mal erklärt, warum so viele Männer auf Füße stehen. Und natürlich, wenn ich merke, mein Gegenüber mag das auch ganz gerne, lasse ich mir meine Füße auch verwöhnen. Ich meine, was gibt es Schöneres als eine geile Fußmassage, die entspannt auch immer richtig schön den Kopf. Und natürlich kann man auch dem Mann mit den Füßen eine Massage geben, wenn er es möchte. Aber ich würde sagen, das kann man spielerisch mit einbauen und sollte jetzt nicht zum Standard auf der Tagesliste der Bettgeflüster stehen. Wann fängt man am besten mit an? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist die Frage gemeint, wann er am besten bei sich mit anfängt oder er mit einer Frau anfängt oder wie ist die Frage gemeint? Naja, ich sag mal mit meinem Partner zusammen, also wenn du es mit einer Partnerin machen möchtest, ist es natürlich Voraussetzung, dass sie darauf auch Lust hat und dann ist es so, dass man das spielerisch machen kann und zum Beispiel während des Leckens kann man dann versuchen, einen Finger in sie einzuführen, vorher natürlich zu fragen, ob das okay ist und dabei vielleicht erstmal mit dem Finger die Fingerkuppel anfeuchten, ein bisschen am Popoloch rumspielen und wenn sie sagt, ja, ist okay, dann kann man schon mal anfangen, ein bisschen mit dem Finger vielleicht dabei zu spielen. Aber wenn sie sagt, es ist nicht okay und es ist auch völlig okay, das zu sagen, dann sollte man das auch auf jeden Fall akzeptieren. Und wenn man merkt, ihr gefällt das, dann kann man das Ganze natürlich ausdehnen, dann kann man darüber sprechen. Sprechen ist ja sowieso das A und O, das wisst ihr ja. Und fragen, ob es vielleicht erwünscht ist, dass man mal ein Toy dazu ausprobiert oder ja, vielleicht auch mal ganz den Verkehr durchs Hintertürchen vollzieht. Kleine Grüße vom Cutter höchstpersönlich. Ich habe vergessen, die Grüße rauszusenden, deswegen werde ich das jetzt nochmal ganz kurz nachholen. Es gehen Grüße an den DanBio90, der sich wünscht, schon immer mal gegrüßt zu werden. Das tue ich an dieser Stelle. An Bilgel, liebe Grüße nach Kiel, auch im Norden, der auch immer fleißig dabei ist. Und an den Tischler Dirk, der schreibt, deine Aufklärungsvideos sind spitze. Danke, danke, danke für eure lieben Kommentare. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, dann sei entweder der erste Kommentar, schreib einen netten Gruß rein oder sag, Hanna, bitte, bitte, grüß mich doch im nächsten Video persönlich, dann tue ich das natürlich super, super gerne. Und für alle, die sehen, dass das Video heute am Freitag schon rausgekommen ist, die sind nämlich Kanalmitglieder, folgen mir und deswegen können sie das Video schon am Freitag sehen und nicht erst am Sonntag. Dazu mal die Aufklärung der Verwirrung des letzten Videos. Also, jetzt geht's weiter mit dem Video. Wie viele männliche Geschlechtsteile hast du als... Das ist eine coole Frage, finde ich. Dazu kann ich natürlich auch was sagen, denn ich habe vielleicht 4 oder 5 Dildos, normale. Und der Rest sind tatsächlich Klitorisvibratoren oder kleine Plugs oder sowas. Ich bin auch nicht der größte Fan von Dildos, denn ich finde, dass es sich immer unnormaler anfühlt, als wenn man es natürlich mit einem richtigen Mann macht. Ich habe letztens mir so ein tolles Toy dazugeholt, das finde ich ganz spektakulär. Das kann sich so ineinander verwickeln noch irgendwie und es hat noch so eine Art, das sieht so aus wie so eine Raupe, also Fühler für den Kitzler und das dreht sich so halt so ineinander. Das sieht aber auch nicht aus wie so ein typischer klassischer Dildo, sondern halt eher wie so ein wie so ein Spielzeug halt, wie so ein Toy, was man aber auch in die Badewanne rein stülpen kann. Das geht auch unter Wasser. Und das werde ich mal demnächst ausprobieren. Das habe ich auf einer Dildo-Party kennengelernt. Also ähnlich wie Tupper-Partys, nur gibt es das auch mit Dildos. Sehr interessant, war auch meine Erfahrung wert. Und ja, das hat mich irgendwie in dem Moment ganz schön beeindruckt, obwohl ich ja schon so vieles kannte. Und das wollte ich jetzt einfach mal für mich austesten. Also wenn ich es ausgetestet habe, sage ich euch nochmal, wie es war. Hast du Veränderungen in der Branche wahrgenommen, seitdem du dabei bist? Ja, dazu kann ich sagen, auf jeden Fall. Ich mache das Ganze jetzt 8 Jahre. Es hat sich natürlich sehr vieles verändert. Es ist OF dazu gekommen. Das gab es halt früher so in der Form auch noch nicht. Oder andere ähnliche Seiten, die dazu gekommen sind, wo es eher darum geht, um das Miteinander chatten und um Content-Verkäufer als solches, aber nicht die rein großen Filmchen, so wie ihr sie vielleicht von mir kennt.
Es hat sich dementsprechend auch verändert, dass es nicht mehr so üblich ist, dass viele davon ausgehen, dafür nicht zu zahlen, was ich natürlich super schade finde, weil wenn ihr ins Kino geht, dann wird ja dafür auch gezahlt. Und es ist letztendlich am Ende des Tages ja auch eine Art Arbeit, die abgeleistet wird. Deswegen soll sie ja natürlich auch honoriert werden. Dann hat sich verändert, dass super, super viele junge Mädchen noch dazugekommen sind. Ich muss sagen, dass die Mädchen in der Industrie immer jünger werden auch, dass sie zum Teil noch nicht mal eine abgeschlossene Berufsausbildung hinter sich haben. Ja, und natürlich rege Fluktuation ist. Also früher gab es immer nur so ein paar People aus der Branche, ein paar, die man so kannte. Und ja, jetzt sind es super viele neue Gesichter und ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Wie oft du in der Woche, ja, wie oft habe ich in der Woche Geschlechtsverkehr? Das ist eine gute Frage. Das kommt immer ganz drauf an, ob ich jemanden gerade habe zum Knicki-Knacki oder ob ich niemanden habe zum Knicki-Knacki. Wenn ich gerade niemanden habe zum Knicki-Knacki, habe ich auch mal eine Woche, wo ich gar keinen Knicki-Knacki habe. Das ist so wie bei euch auch. Wenn ich jemanden zum Knicki-Knacki gerade habe, dann habe ich durchaus auch öfter Knicki-Knacki. Versteht ihr, was ich meine? Aber ansonsten ist es halt, ja, nicht so oft, wie ihr es wahrscheinlich denkt. Also auch wenn man in der Industrie arbeitet, hat man deswegen jetzt nicht überdurchschnittlich viel oder überdurchschnittlich wenig Knicki-Knacki, sondern ich würde sagen, ganz normal, wie ihr auch. Was sagst du zu BDSM und hast du es schon mal probiert? Was sagst du zu Anal und CPT? Also, BDSM als solches leichtes Spielchen, aber jetzt nicht extrem und alles, was mit Verletzungen oder Blut oder sowas zu tun hat, auch auf gar keinen Fall. So leicht spielerisch mag ich es. Wenn es zu krass ist, habe ich mich noch nicht rangewagt. Das hat aber auch was mit seinem Partner zu tun, den man dann hat, oder auch Vertrauen. Also, ich würde es auch nicht mit jedem machen, sondern eher mit jemandem, dem man natürlich vertraut. Und sowas geht in einer Beziehung ja durchaus immer besser, als wenn man das so macht. Hintertürchen finde ich auf jeden Fall mal ganz cool. Muss nicht immer sein, aber mal darf es sein. Ja, und CBT ist, ja, also wer es nicht kennt, damit ist gemeint, dass man sein bestes Stück und die beiden Bälle, die da dran hängen, ein bisschen foltert und ein bisschen mehr foltert. Ich mag gerne dazu Anleitung geben. Das kann ich auch ganz gemein. Aber ich glaube, ich würde mich selber damit schwer tun, davor zu stehen und das tatsächlich durchzuführen. Habe ich noch nie gemacht. Hast du schon Stellung aus dem Kamasutra ausprobiert? Ja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Man könnte es natürlich machen, aber ich bin dann so zu verkopft, dass man dann das wahrscheinlich ausprobieren will und dann ist man irgendwie falsch und fühlt sich das nicht gut an. Und ich finde, das Wichtigste beim Knicki-Knacki ist halt einfach immer, dass man sich wohlfühlt und dass es sich gut anfühlt und dass man frei damit ist und auch vor allem vom Kopf her halt frei ist und dass man nicht darüber nachdenken muss. Deswegen bin ich immer so, ah, so wie es am besten gerade passt und Stellungswechsel, so wie er es mal mag und sie, einfach so ein bisschen ausprobieren. Da bin ich eher der Fan von. Hast du einen Tipp, dass der Mann eine längere Ausdauer bekommt? Ja, dazu gibt es auch schon ein Video. Es gibt verschiedene Tipps dazu und damit meine ich jetzt nicht Viagra, sondern es gibt tatsächlich verschiedene Tipps, wie man das am besten trainieren kann, durch Unterbodentraining oder durch Stop-and-Go-Spielchen oder. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, schaut da am besten mal vorbei. Auch da, es lohnt sich immer in diesem Channel ein bisschen rumzustöbern, denn es gibt zu verschiedenen Tipps viele Videos. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat diese kleine X-Talk-Runde mal wieder gefallen. Die letzte ist ja doch schon eine ganz schöne Weile her gewesen. Wenn ja, ihr kennt ja das Spiel, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Wir als Geheimagentengruppe wachsen hier weiter. Ganz, ganz wichtig. Vielleicht steht da hinten ja irgendwann mal so ein Play-Button. Wäre ja ganz witzig irgendwie und auch ziemlich cool. Und ansonsten sage ich, wie immer, bleibt schön unanständig, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen dicken Kuss auf die Nuss.